Hallo Leute, so wie versprochen, zeige ich nochmal das, was wir im Unterricht gemacht haben, nämlich den Vigenère-Algorithmus, also den Vigenère-Chiffre, umsetzen in Lua. Und dafür irgendwie gucken wir uns nochmal kurz an, was Wikipedia dazu schreibt, also erstmal irgendwie, was Wikipedia dazu schreibt, Vigenère-Cipher, das hier auf Englisch. Und das Entscheidende ist, wir haben also Keywords, das sagen wir mal ABC, dann würde er irgendwie statt dem 13er irgendwie immer 012 als Key nehmen. Das heißt, wir haben ein Passwort, das diesen Key ändert, aber ansonsten haben wir einen Caesar-Algorithmus. Okay. So, das heißt, das erste, was wir machen müssen, ist einen vernünftigen Caesar umsetzen. Und, ach, das ist das Englische sogar. Naja, kann man natürlich irgendwie auch was Deutsche nehmen hier. Ist das genau dasselbe? Na, seht ihr, das ist eben dieses berühmte Dreieck. Rechteck, das dabei rauskommt, Quadrat sogar. Und das zweite, was wir brauchen, ist die Lua 5.2 Reference Manual. Und da gucken wir irgendwie um das String, die String Libraries an. Und hier sind die Befehle, die ich, also die Bibliotheksbefehle, die ich benutze, um mit Strings zu arbeiten, um zusätzliche Sachen zu machen. So, das sind erstmal vorweg. Und jetzt wollen wir auch gleich reingehen. Hier habe ich irgendwie, wenn man ASCII eingibt auf Linux, dann bekommt man praktisch die ASCII-Tabelle. Die habe ich mal zur Referenz gemacht. Wir sehen es hier, das A, Dezimal 65. Und das können wir hier irgendwie nochmal nachprüfen. Just in time. Wir starten unser Lua. Und wir sagen, gib mir mal String Byte von A. Und da gibt es 65, wie irgendwie zu erwarten gewesen. Und wir können aber auch, statt das so zu schreiben, können wir auch sagen, wir nehmen einen String, wie zum Beispiel A, und sagen Doppelpunkt Byte. Und das gibt dasselbe Ergebnis. Warum? Weil irgendwie das hier sozusagen ein String ist. Das heißt, er weiß, dass es die String Library ist. Und das erste Argument wäre dann A. Das ist das erste Argument, was da ist. Da könnte man zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt aha nehme, dann würde er zum Beispiel bei 1 65, bei 2 würde er das H, das 72, kann man nochmal hier gucken. H ist 72, völlig korrekt. Und beim 3 müsste es dann wieder das A sein. Okay. Das heißt, da kann man dann den ersten, zweiten, dritten Buchstaben in diesem String. Das lässt sich natürlich auch machen, wenn wir irgendwie sagen, Text gleich aha. Okay. Und wenn wir dann stattdessen hier Text schreiben, haben wir das. Soweit klar? Soweit klar, hoffentlich. So, das heißt, das ist irgendwie unsere Grundfunktion, mit der wir unseren Caesar umsetzen. Dafür gehen wir mal in den Editor, starten irgendwie, machen ein neues Programm auf und machen eine neue Funktion, die wir Caesar nennen. Caesar hat zwei Argumente. Das eine ist das Character, das andere ist der Key. Ja, ich sage das jetzt einfach mal C und K. Und wir wollen zurückgeben. Character nehmen wir jetzt keinen Character, sondern wir nehmen bereits den gewandelten Wert, also die Zahl, also das 65 würden wir übergeben bekommen, wenn wir ein A haben. Das heißt, wir machen C minus 65 machen, um von 0 bis 25 zu bekommen, also von A bis Z. Da addieren wir jetzt Key drauf. Und damit das irgendwie praktisch wieder umlaufen kann, sagen wir Modulo 26. Das ist der Teilungsrest, das habe ich erklärt. Wenn man Teilungsrest macht von, also wenn wir jetzt, sagen wir mal, wenn wir etwa eine Zahl durch 4 teilen, kann irgendwie, dann ist der Rest entweder 0, wenn das genau durch 4 teilbar ist, 1, 2 oder 3. Kann niemals 4 sein, weil das wäre wieder 0. Also relativ einfach. Das heißt, wenn wir irgendwie Modulo 26 machen, kann es von 0 bis 25 gehen. 26 kann niemals kommen, weil es immer Modulo ist der Teilungsrest. Okay. End. Da haben wir praktisch die Funktion, dass das auch funktioniert. Das wollen wir jetzt mal irgendwie ausprobieren. Ich sage jetzt mal, ich nehme eine Variable, die nenne ich jetzt Text. Und da sage ich jetzt mal A, B, C, E. So. Und wir lassen erstmal die Schleife durchlaufen von 1 bis zur Anzahl von Text. Und hier drin wollen wir jetzt ausgeben, IO write, sage ich jetzt einfach mal, damit es nicht eine neue Zeile gibt, sondern irgendwie schön hin nacheinander geschrieben wird. Und am Schluss sagen wir einmal print für eine neue Zeile. So.
Und hier kommt jetzt rein Text, Bytes von i. So, und damit würden wir rausbekommen die Zahl. Wollen wir aber nicht. Hier ist übrigens noch was falsch. Wir müssen natürlich hier am Schluss noch 65 dazu addieren, dann würden wir wieder ein A an, damit wir wieder beim A ankommen. Damit wir das hier zu einem Character machen, können wir jetzt String, Punkt, Char, Pon und sowieso schreiben oder hier hinter Char. Das geht genauso. Müsste gehen. Weiß nicht. Nee, geht nicht. Char. Weil irgendwie das ist eine Number und das würde nicht funktionieren. Also gut, so würde es dann funktionieren und so würden wir den Kram haben. Das wollen wir mal kurz ausprobieren, ob es funktioniert. Ich speichere das mal. Gehe hier raus und probiere es mir hier gleich bei der Gelegenheit. Lua Virginie ABC. Genau das ist das, was wir rausbekommen. Wir haben jetzt aber noch keinen. Wir haben ja jetzt nur den String rausgegeben und jetzt wollen wir stattdessen Cäsar das verschlüsseln. Cäsar verschlüsseln von dem hier, Komma 13. So, wollen wir mal gucken. Das müsste jetzt funktionieren. Ups, da gibt es jetzt eine Zahl, ist klar. Warum gibt es eine klare Zahl? Klar, weil wir natürlich blödsinnigerweise vergessen haben, hier Stringchar von. So, wir müssen das natürlich in einen Charakter wandeln und nicht eine Zahl ausgeben. Aber hier die Zahl wäre 78, 79, 80, 82. Das ist natürlich, das sind die ASCII-Werte. Und jetzt müsste es gehen. NOPR, das ist genau das. N. Also A wird zu N, das ist richtig, beim Key von 13, völlig korrekt. B muss natürlich das nächste nach dem OP und E ist dann ABCE. P, Q, R, also völlig korrekt, funktioniert. Unser Cäsar läuft. So, damit wir jetzt unser Visionier machen können, machen wir eine Funktion. Function. Vigeniere. So, da übergeben wir. Da übergeben wir unseren Text. Wir übergeben unser Passwort. Okay. So. End. So. Was machen wir? Wir geben zurück ein String. Return. Ja, sage ich, nenne das hier, diese Variable nenne ich jetzt einfach mal String und sage local String gleich gar nichts. Und damit wir das jetzt verschlüsseln können, machen wir jetzt hier drin genau diese Schleife, die wir hier durchlaufen lassen. Den nehmen wir hier raus und packen sie hier rein. Und zack. Und da läuft sie jetzt durch. Wir laufen von 1 bis zur Länge von Text. Und mit jedem Mal wollen wir jetzt den String verlängern, um das hier. Dann geben wir String zurück. Und momentan haben wir hier noch festen Key von 13. Wir wandeln den noch nicht. So, wenn wir das jetzt haben wollen, dann können wir jetzt sagen: Print Virginie von Text. Passwort haben wir, benutzen wir ja noch nicht. Das heißt, ich habe noch kein Passwort. Ich mache es erstmal leer. Und lass es mal laufen, erstmal gucken. Das müsste theoretisch dasselbe ausgeben, das müsste dasselbe ergeben wie eben. Und jo, das heißt, unser Visionier funktioniert so weit, so gut, nur dass wir momentan ein festes Passwort haben hier. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. So, wie können wir das? Jetzt machen wir eine kleine Änderung. Ich nehme dieses hier. Dieses plus 65, das nehme ich hier raus und packe es stattdessen hier rein. Das heißt, ich lasse es. Hier rein. Plus 65.
Oder um das besser lesen zu können, vorneweg 65 plus Cäsar. Das heißt, wir sorgen dafür, dass das irgendwie, um das wieder in einen Char zu wandeln, addieren wir die 25 zurück, nachdem wir den Cäsar gemacht haben. Warum mache ich das so? Damit wir diesen Cäsar-Algorithmus für unser Passwort benutzen können. Zeige ich euch auch gleich. Unser Passwort, das wir da oben kriegen. Das Erste, was ich gesagt habe, ist, wir bereinigen unsere Eingaben, unseren Input. Und dafür sagen wir Text gleich Text Upper. Das heißt, da sorgen wir dafür, dass das irgendwie auf jeden Fall in Großschrift ist, weil wir uns nur um Großschrift kümmern, mit diesen klassischen Algorithmen. Und außerdem müssen wir dafür sorgen, dass keine. Dass Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass nur die Zeichen gewandelt werden hier, die innerhalb des normalen ASCII-Bereichs, also innerhalb von unseren A bis Z liegen. Ne? Das heißt, ich sage hier, if C ist größer gleich, nein, ist 65 ist kleiner gleich C. And C ist kleiner gleich. Ah, und damit wir es nämlich lesen können, machen wir es richtig. String.byte von A. And C ist kleiner String.byte von Z. Das heißt, ich sorge dafür, dass nur die Zeichen gewandelt werden, die zwischen A und Z liegen und alle anderen ignoriert werden. Then return das. Else return. Und jetzt kommt einfach nur C. Das heißt, ich wandle nur die Zeichen, die auch in unserem validen Bereich sind. Na, so kann man das machen. Kann ich auch irgendwie umdrehen oder so, aber so ist das irgendwie schon okay. Ich glaube, das ist ganz gut zu sehen, wie das jetzt gemeint ist. Und ja, eigentlich sollte man das sogar andersrum machen. Eigentlich sollte ich machen, wenn das Ding kleiner ist, wenn C. Klein. Ich schreibe es so rum, damit man das schön sehen kann, dass es kleiner ist. Oder das hier C ist größer als Z, dann Return C. Das heißt, es ist sozusagen unsere Abbruchbedingung. Und ansonsten geben wir, ansonsten ist das valid und dann geben wir ganz normal zurück, dann können wir den ganzen anderen Quatsch hier vergessen. Das ist irgendwie eine Sache, die man sagt, dass man in der Programmierung häufig das so macht, dass man die illegale Situation zuerst handhabt. Ja, in diesem Fall ist es, das Illegale ist, das ist kleiner als Z oder es ist kleiner als A oder es ist größer als Z, das heißt, es ist nicht im legalen Bereich, dann soll es einfach ungewandelt wieder zurückgegeben werden, also keine Cäsar-Verschlüsselung stattfinden. Ansonsten machen wir diese Cäsar-Verschlüsselung. Wobei hier ist minus 65. Minus 65 muss auf jeden Fall stattfinden. Nee. Ha. Das gibt gar nichts zurück. Ha. Wie machen wir das denn jetzt? Das ist nicht gut. Das sollte irgendwie sowas ergeben. Nee. Nil. Nee, natürlich, bei Lua heißt das nil. So, ich sage das von wegen, dann gebe ich gar nichts zurück, das heißt, er schluckt diese Zeichen an dieser Stelle. Ja, das ist alles nicht so schön, aber irgendwie letztendlich, ja, so machen wir das. Und so, hier haben wir nach Upper gewandelt, hier haben wir auch nach Upper gewandelt. Und jetzt wollen wir mal gucken. Zurück zu unserem Algorithmus.
Bisher irgendwie hat sich nichts geändert. Das läuft noch alles so, wie wir es eben hatten. Ich speichere es mal kurz, starte das. Ja, es läuft alles. So, jetzt wollen wir nämlich unser Passwort wa wandeln. So, um unser Passwort zu wandeln, sagen wir, wir haben ein Passwort Local Passwortindex oder Index Passwort nenne ich es, sage ich mal, ist in diesem Fall 1. Da fangen wir an. Und jedes Mal, wenn wir unser Passwortindex ist jedes Mal ist gleich Index Passwort plus 1. Modulo Länge von Passwort plus 1. So, das sollte so sein. Das heißt, wir zählen das irgendwie durch. 1, 2, 3, 4 und so weiter. 1, 2, 3, 4, also nach der Länge und dann irgendwie, es fängt irgendwie immer an, wenn das zu lang wird, dann fängt er wieder bei 1 an. Okay. So, und dann kann ich nämlich hier sagen, dass ich diesen Code, den ich hier übergebe, der soll Cäsar von Passwort Bytes von Index Passwort sein. Okay. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Wenn ich das hier AAA mache, ist das ja 0000 und BBBB A B C D E F G H I J nehme ich jetzt mal. So, mal gucken, die ersten vier müssen also 1 zu 1 übernommen werden, die nächsten müssten um einen hochgezählt werden. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Nee, haben wir nicht, weil ich habe oben noch einen Fehler gemacht. In Zeile 14 habe ich irgendwo eine Klammer zu wenig gemacht. Das stellen wir hier fest, ja. Und wir machen einfach eine Klammer dazu. Eine Klammer vergessen. Sieht man sofort. Hier sieht man irgendwie Zeile 14 ist der Fehler. Bin ich sofort reingegangen. Da ist irgendwie der Fehler drin. Das müsste es sein. Und mal gucken. Es sagt da wieder ein Fehler. Oh shit. Zeile 14. Envisionier. Okay. 65. Cäsar von Cäsar null. Das jetzt. Die ersten 1, 2, 3, wie habe ich gesagt, 1, 2, 3, 4 müssen unverändert sein. A, B, C, D. Dann werden sie um einen hochgezählt. E wird zu F. F wird zu G. H wird zu I. Dann fängt das wieder bei 0 an, also dann fängt es wieder bei A an, das heißt I bleibt I, J bleibt J. Das ist genau richtig, das heißt, unser Vision hier funktioniert. So, jetzt sind wir fast durch. Wie viele Minuten haben wir? Wir haben 20 Minuten, alles gut. Jetzt wollen wir noch dafür sorgen, dass wir das eingeben können. Das wäre ganz cool, wenn wir das in unser Vision hier eingeben können als Parameter. Und wie machen wir das? Wir sagen, statt hier festen Text vorzugeben und festes Passwort vorzugeben, holen wir uns das aus den Argumenten raus. Es gibt irgendwie Argumente auf der Shell. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel auf der Shell eingebe, dies ist geheim und ABA als Passwort nehme, dann wäre das erste wäre das Passwort, wäre das jetzt der verschlüsselte Text, das zweite wäre das Passwort. Und mal gucken. Arg von 1, glaube ich, ist es.
Und hier ist es Arc von 2. Ah, könnte ich jetzt ein Unrecht haben? Das erste weiß ich noch, momentan noch nicht, aber es müsste es eigentlich sein. Wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Dies ist geheim. ABA. Dies ist geheim. Wie ihr seht, ist jeder dritte Buchstabe ist verschlüsselt worden. Also um einen hochgezählt. Und wenn ich jetzt hier einfach ein N hinsetze, das wäre der typische Cäsar, dann ist dies ist geheim. Das funktioniert natürlich auch, wenn ich dies ist geheim klein schreibe, weil wir vorhaben, dies ist geheim. Soll auch funktionieren. Was passiert, wenn ich ein Space hier drin habe? Ein Leerzeichen, also praktisch ein illegales Zeichen. Und an der Stelle wird unser Algorithmus brechen. Ha, seht ihr? Der wird brechen. Warum? Weil ich hier noch nicht Rücksicht darauf genommen habe, dass das Ding eventuell eine Null zu Nil zurückgibt. Und an der Stelle versucht er hier Nil zu addieren, was auf jeden Fall zu einer Katastrophe führt. Und das könnte man dadurch verändern, indem man das Zeichen ungefiltert doch wieder zurückgibt. C-65, so wie ich das vorhin gemacht habe. Das müsste nämlich eigentlich gehen. Okay. So, und mal gucken. Dies ist geheim, müsste jetzt eigentlich funktionieren. Dies ist Leerzeichen geheim. Und wenn ich das irgendwie sozusagen mit einem A verschlüssel, dann ist das irgendwie original. Dies ist geheim. Funktioniert. So, was habe ich eben gemacht? Klar, ich habe dafür gesorgt, dass hier, wenn wir hier ein Nil zurückgeben, gibt diese Funktion hier ein Nil zurück. Und das dieses hier. Und das heißt, es wird irgendwie mit einem Nil verschlüsselt. Das gibt irgendwie das. Das heißt, irgendwie der Key wird Nil. Wenn man versucht mit Valour Nil zu addieren oder so, dann kann es nur einen Fehler geben. Ich mache das mal. Lua gleich 1 plus Nil gibt einen Fehler. Und zwar genau denselben Fehler, den wir hier hatten. Seht ihr hier? Das ist derselbe Fehler. Attempt to perform arithmetic on a Nil value. Attempt to perform arithmetic on a Nil value. Das ist unser Fehler gewesen. So. Könnte ich jetzt sagen, ich habe das extra gemacht mit dem hier, aber ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ich habe das einfach so runtergeschrieben, weil ich versuchen wollte, fertig zu werden. Also, man macht Fehler. Das ist keine Schande. Aber wenn man Fehler macht, dann achtet auf die Art und Weise, wie euer System reagiert und versucht daraus klug zu werden, schlau zu werden, was gemeint ist damit. So, ich hoffe, dass ich das einigermaßen rübergebracht habe, was ich hier mache. Die Sache ist die. Ich mache das hier nochmal irgendwie ein bisschen neue, ein bisschen aufbereitet, damit ihr es besser sehen könnt, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier den String char, den ich wandle den String, nachdem ich das Zeichen in Cäsar gewandelt habe, nachdem ich das Passwort nach Cäsar gewandelt habe. Zwei verschiedene Indexe, den eigentlichen, den normalen Index, den ich hier oben aus dieser Schleife habe, aus der Vorschleife, für meinen Text, der Textindex, der von i von 1 bis Text läuft. Und das Passwort, das ebenfalls von 1 anfängt. Und IP heißt, also Index, Passwort. Und hier hochgezählt wird, immer hochgezählt wird und dann immer bis zum letzten Punkt des Passworts und so weiter und so fort. Was passiert eigentlich, wenn das Passwort illegale Zeichen enthält? Naja, das könnt ihr euch überlegen. Und wenn das irgendwie einen Fehler ergibt, dann versucht ihr mal zu korrigieren. Ich gehe stark davon aus, dass das einen Fehler ergibt. Das heißt, wenn ihr hier ein Passwort eingebt, das fehlerhaft ist, dann wird es problematisch werden. So, die Argumente ist klar. Ein Argument auf der Shell wäre irgendwie praktisch, das wäre das erste Argument, weil alles, was in Klammern, was in Anführungszeichen ist, wird zum ersten Argument, selbst wenn man dann Space zwischen hat. Ansonsten müsste man das so schreiben. Ja, also, und ich sage irgendwie, der Angriff ist im Morgengrauen und hier hinter schreiben wir Virginia als Passwort. Dann kommt da schon was raus, was deutlich schwerer zu knacken wäre als ein einfacher Cäsar. Also mit unserer Häufigkeitsanalyse kommen wir da nicht mehr weiter. Naja, wir kommen ein bisschen weiter, weil irgendwie wir dummerweise ein Passwort genommen haben, wo wir dreimal ein E drin haben.
So, das heißt, irgendwie das hier ist schon mal eine Häufigkeit, eine Häufung der ganzen Geschichte. Das ist schon schlecht. Und hier haben wir auch eine ganze Menge Es drin. Deswegen müssten wir hier relativ viele E ist der erste A, B, C, D, E, der fünfte Buchstabe, also plus 4. Das heißt, wir haben wahrscheinlich irgendwie hier relativ viele Buchstaben von einer Sorte, aber das wird dann irgendwie, wenn das länger wird, wird das kritisch. So, ich glaube aber irgendwie, das ist das, was wir im Unterricht gemacht haben. Hausaufgabe ist, ihr gebt diesen Kram mal selbst ein, programmiert das einfach nach vom Bildschirm und versucht das zum Laufen zu bringen, so dass es das so läuft wie bisher. Und statt das über diese Argumente zu machen, könnt ihr natürlich auch mit dem Text gleich irgendwie, der Angriff ist im Morgengrauen und das Passwort mal wegen Vigenère zum Beispiel. Und das dann hier eingeben. Text. Pass. Ich weiß, das ist bei dem Zero Brain, mit dem wir arbeiten, ist das ein bisschen schwierig mit dem Eingeben, aber deswegen arbeite ich so gern auf Linux, weil man hier irgendwie wunderbar, es geht übrigens auf Windows übrigens genauso. Da kann man wunderbar mit diesen zusätzlichen Argumenten die Eingabe flexibel gestalten. Na gut, aber wir sind damit durch. Warte mal, Archie, Clement. Alles klar. Ja, Pollen. Okay, der Frühling kommt. So. Da wollen wir mal sehen. Das machen wir nochmal. Selbes Ergebnis. Also statt irgendwie meinem Argument, den ich das hier angebe, kann ich das auch so eingeben. Gibt dasselbe Ergebnis. Ich finde das cooler mit dem Argument. Ich weiß nicht, ob ihr das cool findet. Ich finde das cool und das ist irgendwie eine Sache, die übrigens auch auf der Shell von Windows funktioniert. Also auf der Microsoft-Eingabeaufforderung, da geht das genauso. Und da könnt ihr es fast genauso schreiben. Die ist bloß sehr viel schwächer. Da, hier gehen Sachen drauf auf der Linux-Shell, von der kann die Microsoft-Shell träumen. Aber da kommen wir mal ein anderes Mal zu. Ich wollte es nur mal so zeigen, wie man praktisch so ein Programm schreibt. Und wir haben jetzt hier wirklich einen Angriff ist im Morgengrauen. So funktioniert das. Jetzt können wir auch so Folgendes machen. Ich kann das Lua hier vorne. Kann ich auch noch wegmachen. Dafür gibt es einen kleinen Trick. Das habe ich, glaube ich, mal schon mal erzählt. Das können wir wegmachen, indem wir vorhin sagen, User bin Environment, Environment Lua just in time. Damit soll das ausgeführt werden. Speichern wir, sagen chmod, das soll irgendwie exklusiv, das soll Vigenère soll ein ausführbares Programm werden. Und jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt brauche ich dieses Lua davor nicht mehr zu schreiben, sondern ich sage außer aktuellen Directory Vigenère Lua und so weiter. So geht das. Das sind so diese Kleinigkeiten. So, ihr habt irgendwie das, ihr habt den, das Ergebnis. Und ich, warte mal, oh, hier ist das natürlich, mein Bild ist hier im Weg. Ich scroll das mal ein bisschen hoch, sodass ihr es sehen könnt. So, da könnt ihr es jetzt sehen. Da ist jetzt alles schön zu sehen. Mit dem Dings hier, ich habe das mit meinem, ich hab das eben übersehen, dass ich ja hier eingeblendet bin. Damit müsst ihr es leben. So, aber ich denke, bis morgen irgendwie einmal durchgucken, Hausaufgabe. Viel Spaß dabei. Und bis dann. Tschüss.